jetzt beim Apollon, in der Nähe des Apollon-Heiligtums. Du redest eindeutig zu schnell. Ich habe jetzt erst gestartet. Ne? Okay. Also wo sind wir jetzt hier? Ja. Beim Orakel von Delphi. Genauso ist es in der Nähe des Apollon-Heiligtums, wo all die antiken Heroen und Könige und Anführer hingetrampelt sind, um zu wissen und zu erfahren, lohnt sich ihre kriegerische Unternehmung oder nicht. Also ich würde ich sagen, morgen meine Ziegen schlachten oder es lieber sein? Genau, oder da erst nächstes Jahr drauf warten, bevor da, nachdem sie geworfen haben. Wir haben schon ein bisschen so rumphilosophiert, ne, was dann auch passt zu dem Theater, wie man das so ganz gut vergleichen kann mit unserer heutigen Zeit. Ja, auf was für Vergleiche sind wir gekommen? Du hast gesagt, Unternehmensberatungsgesellschaft könnte das sein. Im kühnsten Falle, ja. Im kühnsten Falle. Aber auf jeden Fall eine ganz große Brandsmeile, eben jetzt hier für die antiken Tullis, die hier alle ihre Schatzhäuser hingesetzt haben. Nach dem Wettbewerb, wer hat das schönste Schatzhaus im ganzen Land? Ja, und wir haben schon, gesagt, so ein bisschen kann man das auch vergleichen mit der Schweiz, oder? Naja, da bin ich anderer Meinung, aber gut. Ich würde das schon so, Also wir werden jetzt mal hier über diesen Hügel latschen und das einfach mal ansehen, was es hier alles so zu sehen gibt. Ihr seht, jede Menge Steine, wie gehabt. Davon gibt es ja in Griechenland sehr wenig. Und da unten geht es dann weiter. Da unten haben wir die Fläche von, Keine Ahnung, oder weißt du mehr als ich. Okay, also jedenfalls gibt es da unten noch das Gymnasium und Steine. Also, wir gucken, Busse haben wir da, Fläche haben wir da, Touristen haben wir auch genug. Rauchen ist aber verboten. Viele Franzosen haben wir gesehen. Und ja, schauen wir. Ja, derzeit nieselt hier ein bisschen, aber wir befinden uns jetzt hier vor dem Schatzhaus der Athener. Also hier in dieser Gegend hat man dann die einzelnen Staaten ihre Schätze deponiert beim Orakel von Delphi. Hat es bestimmt ein bisschen einfacher gemacht, wenn sie mal wieder irgendeine Voraussage benötigten, dass sie das dann auch gleich ihre Schulden begleichen konnten beim Orakel. Und hatte natürlich bestimmt auch eine Art eine Funktion, mit der man seine Schätze vor Plünderung geschützt hat, weil das natürlich alles sehr sicher hier deponiert war. Und zu griechischer Zeit durfte natürlich diese Fläche hier vom Orakel von Delphi auch nicht geplündert werden. Aber Heiko, du hast gesagt, die Römer haben es dann trotzdem gemacht. Sulla, die alte Jawohl, der hat sich dann getraut. Aber hier die Schatzkammer der Athener. Und wir befinden uns immer noch beim Orakel von Delphi. Wir sind da unten, da sieht man noch, gerade vorbeigelaufen. Das ist die Schatzkammer der Athener gewesen. Und jetzt befinden wir uns hier vor dem Highlight, nämlich dem Tempel des Apollo, wo die Pythia, die Priesterin, die natürliche Jungfrau gewesen ist, ihre Vorsagen getroffen hat. Das Ganze hat man im Nachhinein herausgefunden, ist eigentlich nichts weiter gewesen wie ein altertümlicher Drogenexzess. Also es sind hier, geht man davon aus, oder man hat es nachgewiesen, diverse Gase ausgetreten aus Spalten. Und man sieht hier natürlich bloß ein paar Säulen. Das ganze Ding war überdacht, hatte einen separaten Raum. Und dann hat die Priesterin diese Gase eingeatmet, sich in einen psychedelischen Zustand versetzen lassen, irgendwas dahin geplappert. Und die Priester haben dann diese Sache, was sie gesagt hat, gedeutet und daraus dann ihre Prophezeiungen den entsprechenden Personen weitergeleitet, die hier darum gebeten haben zu wissen, wie denn jetzt eine Schlacht ausgehen würde oder ob eben bestimmte Wettkämpfe oder was auch immer man hier gefragt hat, wie sich das Schicksal für sie wenden würde. Ja, also Tempel des Apollo, der zentrale Platz vom Orakel von Delphi, und ich schwenke nochmal hier rüber. Ja, man hat hier einen sehr, sehr guten Blick auch in das Tal gehabt. Bis auf die Straßen wird sich ja hier in den letzten Jahren nicht so viel von der Landschaft verändert haben. Ja, und nun befinden wir uns hier am Theater von dem Orakel von Delphi. Darunter blickt man nochmal auf den Apollo-Tempel und man sieht natürlich hier eins. Es ist immer sehr amüsant zu sehen, sobald man irgendwo ein Theater hier entdeckt. Da ist das Theater.
wird natürlich von vielen Touristen hier auch, gerade insbesondere von den Jüngeren, Theater gespielt. Man versucht sich hier in Szene zu setzen. Also das Ganze inspiriert natürlich sehr stark. Früher wurde hier im Theater Dramen aufgeführt und philosophische Debatten geführt. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Ja, das Ganze kann man sich so ein bisschen vorstellen, auch wie so eine Werbedebatte. Also in unserer heutigen Zeit, denke ich mal, für den Großteil von uns stinklangweilig. Aber früher war das natürlich ein Highlight, wo es natürlich um so grundsätzliche Fragen auch ging, die für uns heute selbstverständlich sind, wie zum Beispiel, wie definiert man Freiheit und so weiter und so fort. Okay, also das Theater von Delphi, etwas später gebaut als der Tempel, aber auch aktiv genutzt, und auf einem Bild war zu sehen, dass man hier in den 30er Jahren auch nochmal das Theater aktiv für die Spiele von Delphi genutzt hat. Ja, und irgendwann hatte das Orakel von Delphi so viel Asche, dass sie sich auch ein eigenes Stadion leisten konnten. Das ist auch gleichzeitig der oberste Punkt, den man derzeit hier beim Orakel von Delphi als Tourist erreichen kann. Man sieht hier das Stadion, wirklich ein riesengroßes Gelände. Hier wurden neben Sportspielen, also die Spiele von Delphi, die wie die Olympischen Spiele alle 4 Jahre durchgeführt wurden, aber auch, man kann sagen, antike Musikkonzerte gegeben, in denen Sänger auftraten. Kann ich mir zwar nicht so vorstellen, dass die dann irgendwo da hinten standen und da hinten in der Ecke noch was gehört wurde. Wahrscheinlich ist dann das Publikum nicht allzu zahlreich gewesen. Aber sportlich, man sieht hier die Ränge, wurde diese Anlage aktiv genutzt. Ja, ein bisschen abseits vom dem Hauptgeschehen vom Orakel von Delphi liegt hier das Heiligtum der Athene. Athene oder Athena? Athene, okay, Heiko sagt, wir können beides sagen. Es ist ein doch, angenehmer Fußmarsch von dort hinten. Ich denke mal, so circa 1 Kilometer muss man vom Orakel von Delphi bis hierher latschen, um diesen Platz zu erreichen. Wir wollten uns vorab eigentlich noch das Gymnasium ansehen, was ein paar Meter von hier entfernt liegt. Das war allerdings verschlossen. Da sind wir nicht reingekommen. Hier nochmal, schauen wir nochmal über den Platz. Hier standen natürlich vorab auch noch ein paar andere Gebäude. Man sieht hier noch die Grundrisse. Und ja, so viel vom Orakel von Delphi. Also mein Resümee, sollte man sich auf alle Fälle angesehen haben, ist ein sehr, sehr spannender Ort. Und definitiv muss man das Museum besuchen, um hier überhaupt einen Eindruck zu erhalten, wie imposant das alles war. Außerdem gibt es dort WLAN. So ist es.